Jo, Freunde, was geht ab? Oh, halt, stopp. Ich meinte natürlich, jo, Freunde, was geht ab? So hört sich das schon viel besser an. Schaut euch das mal an. Ich habe eine neue Lieferung bekommen. Und da drin befindet sich ein... Ah, voll fest da draufgehauen, ey. Das Metall, das hat ein bisschen weh. Da drin befindet sich ein neues Motorrad. Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Tabertus ist ja auch mit dabei. Masichi! Werkzeug hat er auch schon in der Hand. Machen wir den Kasten auf. Boah. Schaut euch das an. Ey, von der Farbe her sieht es einfach so aus wie so eine KTM. Aber es ist keine KTM. Das ist ein Pitbike von RV Racing. 140 Kubik Öl gekühlt. Ich habe noch nie Öl gekühlt gehört. Ja, wie ihr sehen könnt, müssen wir noch etwas zusammenbauen. Lenker ist nicht drauf, Vorderrad ist nicht vorhanden. Ah, da auf der anderen Seite ist es. Ich habe ja schon mal ein Pitbike getestet. Das war so das günstigste, was man überhaupt bekommen konnte. Hat, glaube ich, 600 € gekostet. Dieses Pitbike hier ist etwas teurer. So 1100 € um den Dreh. Dafür natürlich auch qualitativ hochwertiger. Und auch 140 Kubik. Das Ganze wurde mir zugesendet von Rasant Versand. An dieser Stelle vielen, vielen Dank. Link zum Bike ist in der Beschreibung. Da findet ihr noch mehr technische Informationen. Und da könnt ihr es euch auch kaufen, wenn es euch gefällt. Ja, wir müssen jetzt erstmal bisschen aufbauen. Ah, ich weiß noch, bei dem letzten Bike, ey, da habe ich schon allein übelst lang gebraucht, um das Ding hier aus dem Käfig zu befreien. An dieser Stelle möchte ich noch mal ganz kurz anmerken: Lieferung war problemlos und wie ihr sehen könnt, es ist wirklich sehr, sehr geil verpackt. Da kann nichts schief gehen. So muss das sein. So, der Rahmen ist ab. Den bringe ich nachher zu Jan. Der kann das ganz gut gebrauchen. Wofür werde ich euch dann noch sagen. Jetzt machen wir erstmal den Lenker dran. Lenker ist drauf, wie ihr sehen könnt. Ansonsten das Rad hat Sabestus jetzt auch gerade dran gemacht. Jetzt muss noch hier Bremssattel. Bremssattel befestigt werden. Eine Kupplung wäre hier auch nicht schlecht. Fußrasteln. Dann hier noch ein Ständer. Aber ich habe, da ist schon einer dabei. Hat man wahrscheinlich zwei zur Auswahl. Genauso wie man hier zwei Kupplungshebel zur Auswahl hat. Wir machen weiter. Ich hau wieder den Zeitraffer rein. Kleines Problem haben wir hier, und zwar die Fußrasten, die passen da einfach nicht rein. Wir haben das hier schon ein bisschen auseinandergebogen, aber es fehlt immer noch so viel. Wenn wir das jetzt noch weiter auseinanderbiegen, ja, dann wird der Stift hier zu kurz sein. Deswegen müssen wir das hier, glaube ich, ein bisschen abflexen. Ist nur eine Kleinigkeit. Bei so einem günstigen Motorrad kann das natürlich passieren. Es steht auch in der Artikelbeschreibung drin, dass man sich das nur kaufen soll, wenn man bereit ist, ein bisschen handwerklich etwas selbst zu übernehmen und auch etwas technisches Verständnis hat. Also so wie ich. Nicht. Also, ich lade hier den Stahlkäfig ein, bringen wir wie gesagt zu Jan, leihen uns noch eine Flex bei ihm aus und Sprit müssen wir noch mitnehmen. Das können wir nämlich gar nicht fahren. Was? Hallo. So, das Ding haben wir jetzt hier abgestellt und Jan bastelt dann hier so Vorrichtungen daraus, dass die den Trinknapf nicht abreißen. So, Flex haben wir. Was Vielen machen Dank, Jan. wir? Ich danke. Igor, vielen Dank. Ja.
Zur Info, ich weiß, das ist eine Trennscheibe, aber wir müssen manchmal improvisieren. Genauso wie mit dieser Schutzbrille hier, ja? Also, chillax. Leben geht weiter. Schaut euch das an, Freunde. Die sind warm. Fußrasten sind dran. Auf der anderen Seite natürlich auch. Jetzt fehlt, glaube ich, nur noch der Kupplungshebel. Und dann müssen wir noch tanken. Nee, der Schaltungshebel. Oh, der Schaltungshebel. Ja, nochmal Tankdeckel hier auf. 3,4 Liter meine ich, aber ich bin mir nicht sicher. Okay, vielleicht passen doch ein bisschen mehr als nur 3,4 rein. Fast leer. Jetzt kann man genau 5 Liter gehen rein. Und jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Nur noch ein bisschen kicken und dann sollte es laufen. Warte. Hier haben wir noch so einen Hebel, den ziehen wir mal. Wow! Alter, die ist so laut, hört sich aber richtig schön kernig an. Bin begeistert. Ja, ich würde mal sagen, Zerbestus dreht jetzt eine Runde. Was sagst du? Leerlauf ist ganz unten. Also erster Gang ist direkt hoch. Ist einfach oben, ja. Ist ja witzig. Ja, ist im Prinzip besser. Triffst du viel besser. Ja. Kannst du nicht verfehlen, den Leerlauf. Ja. Schau euch das an. Wir haben hier so einen Killswitch, genauso wie bei den KTMs. Ansonsten haben wir hier halt noch einen Benzinhahn. Und so die erste Runde. Hat sich ganz gut angefühlt. Ich werde gleich nochmal eine größere Runde drehen, euch dann noch ein bisschen was erzählen, mal ein bisschen mehr testen. Und falls ihr sehen wollt, wie ich damit mal ins Gelände fahre, so ein bisschen Wiese, bisschen Waldwege, dann lasst einen Daumen hoch da. Und wenn das Video 7777 Daumen hoch erreicht hat, wird ein schönes Offroad-Video kommen. Ansonsten noch eine wichtige Sache, das Öl, was sich jetzt da drin befindet. Damit soll man die Maschinen so 4 Stunden einfahren und das dann wechseln. Kommt dann normales Viertaktöl rein. So, ich bin unterwegs und ich muss sagen, boah, das Ding ist verdammt laut, ey. Aber hört sich geil an. So, hier muss ich, glaube ich, rechts rein. Es liegt so viel Laub da, dass ich den Weg gar nicht erkennen kann. Aber ich glaube, ich muss einfach nur hier durch. Ansonsten, Freunde, habe ich auch eine neue Kameraperspektive, wie ihr sehen könnt. Ich hoffe, es ist jetzt besser als auf dem Helm. Wollte das mal ausprobieren, aber ich denke schon, dass es besser sein sollte. Ey, ich weiß ja echt nicht, wo ich lang muss. Verdammt, ey. Das sieht hier gar nicht gut aus. Irgendwie konnte ich hier durch. Hier muss ich, glaube ich, lang, ne? Ja, wir fahren einfach mal hier lang. In der Hoffnung, dass es gut geht. Oh, ich muss da nach rechts. Verdammt, ey. Jetzt verfahre ich mich hier erstmal schön. Ah, da komme ich auch rum. Na, fahren wir doch ein bisschen Gelände hier heute. Oh. Oh, oh, Alter. Oh. Alter, was ist hier los, Mann? Was ist das für ein Weg?
liegen halt echt so viele Blätter drauf. Ich habe gar nicht gemerkt, dass hier so eine Rinne ist. Oh, einfach nur am Rutschen. Ah, macht Bock. Ansonsten muss ich sagen zu dem Bike, es fühlt sich alles schon echt hochwertiger an als bei einem anderen Bike. Aber naja, ist auch fast doppelt so teuer. Also man kann Gas schon gefühlvoller dosieren. Ansonsten, wenn ich jetzt so drauf sitze, fühlt sich auch alles besser an. Ich muss jetzt hier mal aufpassen, ist ganz schön rutschig. Und wie gesagt, ich sehe überhaupt nicht, was sich hier unten befindet. Alter. Von der Leistung her geht es auch voll klar. Ich werde gleich mal ganz kurz Gas geben, dann könnt ihr euch mal einen Eindruck verschaffen. Hab zwar kein GPS-Messgerät dabei, aber geht schon. Geil! Macht auf jeden Fall Bock, ey, da kann man sich nicht beschweren. Alter. Ich bin jetzt zwar nur kurz gefahren, aber so mein erster Eindruck zu dem Pitbike, geil. Auf jeden Fall geil. Mit der KTM war ich ja auch neulich unterwegs. Da hatten wir eine richtig schöne Tour gemacht, so 2 Stunden. Ich habe mir auch ein paar neue Teile bestellt. Etwas ist schon da, das zeige ich euch jetzt nochmal kurz. Hier so 2 Stände haben wir uns zum Beispiel besorgt. Die sind richtig geil. Kann man auch schön einen Rucksack mitnehmen oder so. So sieht das dann aus, kann man da reinstecken und ja, dann steht das Bike. Dann haben wir uns hier noch so einen Ständer geholt. Wie so eine kleine Hebebühne kann man einfach hier so hochschrauben und das Motorrad dann halt aufbocken. Ganz gut zum Reinigen. Das hier ist auch ganz wichtig. Trockenkettenpflegemittel. Ansonsten ist ja an der etwas kaputt. Und zwar war hier Bremsflüssigkeit rausgetropft. Jetzt sehe ich zwar nichts, aber irgendwie ist da eine Dichtung kaputt oder sowas. So ein Bremsenset habe ich bestellt. Das wird repariert. Da müssen die vorderen Bremsbacken gewechselt werden. Und ansonsten habe ich halt noch das Übliche bestellt, wie Öl, Bremsflüssigkeit, Luftfilter, Ölfilter und. Wenn ihr Lust habt, wie wir das dann wechseln, reparieren, was auch immer, schreibt es einfach in die Kommentare. Vielleicht werde ich dann dazu auch noch ein Video machen. Ansonsten war es das erstmal für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier könnt ihr noch 2 weitere Videos anschauen. Wir sehen uns. Peace.